Tag Nummer 3 in der Pokervilla. Wir haben gestern richtig viel zu tun schon gehabt. Also die Protagonisten mussten gestern schon direkt ran an den Speck, haben einen Pokerquiz gemacht, den die Coaches denen gestellt haben. Und das haben sie ganz souverän gemacht. Aber Tammo, der schon das Homegame gewonnen hat, hat auch das Quiz gewonnen. Also Wahnsinn, wie der hier abräumt. Heute geht es aber auch weiter. Also wir hatten gestern schon den Performance Coach in Action. Der hat fleißig mit den Leuten hier, also mit den Protagonisten trainiert, auch mit uns Coaches. Dann wird jetzt gleich, ich weiß gar nicht, ob die schon eingeweiht wurden, wird es auch wieder meditativ sein. Und zwar gibt es eine Kakaozeremonie und ich glaube noch eine Atemmeditation. Und dann wird es ja auch hart, das Wochenende ist immer wichtiger, ja, wichtige 2 Tage fürs Pokern. Deswegen glaube ich, wird dann hier richtig, die Leitungen werden glühen. Ich habe richtig Bock, Leute. Los geht's! Wie lief's gestern? Könnte besser laufen. Ich habe es auch am 15. gehabt im kleineren Turnier, aber am Ende leichte Minus. Wird besser heute. Wird besser. Muss. Dadurch, dass ich auch nicht so viele Turniere aufgemacht hatte, weil ich wegen Internetproblemen und so weiter nur ein paar Hot-Turniere gespielt, ein paar Hyper. Aber eins war ganz gut, aber dann kurz nach ITM 2 Flips verloren und dann war leider vorbei. Aber dafür wird heute dann richtig angegriffen. Wie ist denn gestern bei dir? Ja, nicht schlecht. Erster Deep Run bis 3.30 Uhr morgens. Man sieht es vielleicht noch etwas müde. Aber sonst ja, ganz zufrieden mit dem Spiel gewesen. Weniger Tische offen gehabt als gewöhnlich. Und ja, noch ein paar Hände durchgehen von gestern. Und mal schauen, ob da noch Fehler drin sind. Drupsen. Wie war denn der erste Tag mit den Coaches? Mit den Coaches war gut. Ich glaube, wir haben fast 4 Stunden gestudied. Echt ganz gutes Volume reinbekommen und dann grinden auch schön. Leider gestern, glaube ich, nicht viel gegangen. Ich glaube, Thomas Pussykiller Feeling hatte noch einen Deep Run. Aber ja, die kommen dann am Wochenende. Und heute werden wir auch nochmal ordentlich. Wir haben schon einen Code-Quiz vorbereitet. Wenn sie rangenommen und paniert. Ja, ich bin der Patrick, bin 33 Jahre alt, komme ursprünglich aus Nürnberg, lebe jetzt aber schon seit einigen Jahren ein bisschen südlicher im schönen Bayern und jetzt kürzlich nach Nussdorf am Inn, kennt keine Sau, gezogen und ja, bin ein Bergjunge. Da werden wir auf jeden Fall auch eine sehr, sehr ausgiebige Atemmeditation machen. Also das ist etwas, was viele Menschen sehr, sehr packen kann. Klingt erstmal komisch, weil atmen tun wir den ganzen Tag. Und dann, ja, so als grünen Abschluss machen wir auf jeden Fall noch eine Kakaozeremonie zusammen, wo wir uns einfach nochmal so ein bisschen besinnen wollen, dankbar sein wollen und uns wieder so ein bisschen mit der Natur verbinden. Und ja, ich würde mich natürlich auch total freuen, wenn ihr jetzt die verschiedenen Sessions seht und auch einfach ein bisschen Inspiration oder einfach fühlt, so hey, ich habe auch Bock, ja, da mal so einen ersten Schritt zu machen, so eine erste Erfahrung. Wenn du dich da jetzt angesprochen fühlst und irgendwie mal Bock hast, feel free, auf mich zuzukommen. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ich den einen oder anderen erreiche damit. Wichtig und richtig. Na, wie geht's dir denn heute, mein Lieber? Soweit ganz gut. Bin jetzt gespannt, wie der nächste Part von Sport wird, weil gestern hat man ja gesehen, da bin ich gut an meine Grenzen gekommen und ja, heute wird es noch schlimmer. Die Karo, deswegen ist es besonders ärgerlich natürlich, dass das Ass-Karo weg ist, steht für Burpees. Dann haben wir Herz. Herz bedeutet sogenannte Climbers. Pro Arm sozusagen ist es eine Wiederholung. Letztendlich also komplett runter, genau, komplett runter, wieder aufstehen ist eine Wiederholung.
Dann haben wir Sit-Ups, die machen wir heute auf jeden Fall nochmal, wie wir es auch gestern gemacht haben. Und dann, anstatt der, darf jeder mal aufstehen, machen wir sogenannte Warrior Lunges nach hinten und nach oben. Und da zählt aber eins links, eins rechts. Bis zum Boden? Ja. Ihr zwei macht zusammen. Du kannst ihm ja helfen, es ist ja eine Teamaufgabe, ihr seid ja ein Zweierteam. Zielsetzung natürlich, das Kartendeck durchzuarbeiten. Ihr habt aber ein Timecap von 30 Minuten, das heißt, je, so weit ihr kommt letztendlich. Wichtig, es befinden sich normalerweise in jedem Kartendeck zwei Joker. Der Joker bedeutet, dass die darauffolgende Karte die doppelte Anzahl an Wiederholungen hat. Ach, das ist ja sicher was Gutes. Oh Gott, ich schmeck's noch von gestern. Oh, Alter, das wird wieder eine Session. Oh, ich möchte mich jetzt schon mal für die nachfolgenden Bilder entschuldigen. Jawohl, also nach dem Workout sind wir wieder jetzt unten und alle Kandidaten machen jetzt einen Drill mit GTO Wizard. 60 BB schauen wir uns an, Button hauptsächlich, Open Races und dann wie, schauen wir uns auch an, wie reagiert der Small Blind gegen Button Open Race, welche Hände werden geflattet, welche werden gedrybettet und dann auch Post-Flop Drill, welche Hände werden am Button weitergespielt gegen SB-Drybet und das schauen wir uns natürlich dann auch auf verschiedenen Flops, Turn, River an. Dafür haben sie jetzt eine halbe Stunde Zeit, sich erstmal ein bisschen die Ranges anzuschauen und dann wird der Drill gemacht und wir schauen an, wer am besten abgeschnitten hat. Jawohl, ich bin der Tom, bin einer der Coaches hier in der Pokervilla, bin jetzt seit 2,5 Jahren Pokerprofi und habe damals dann auch den Tobi und den Q über den Stream kennengelernt. Da hat der Tobi oft noch beim Q nur mitgesprochen, habe ich den Tobi mal angeschrieben. Darüber habe ich dann die beiden kennengelernt und wir sind dann ins Gespräch gekommen und haben uns tatsächlich Mitte 2021, nachdem die das Streamhaus in Wien hatten, haben wir uns in Dornbirn getroffen, wo wir jetzt zusammen wohnen. Und ja, jetzt mittlerweile, 2 Jahre später, sitze ich hier. Die Bankroll ist seitdem stark gewachsen. Den Hansi habe ich dann über die beiden Jungs kennengelernt. Der war, glaube ich, dann auch Ende des Jahres 2021 bei uns das erste Mal in der WG zu Besuch. Da habe ich ihn dann das erste Mal kennengelernt und wir sind im selben Jahr dann noch im November dann 2021 zusammen nach Vegas geflogen und haben da einen Monat dann zusammen verbracht, haben zusammen im selben Zimmer geschlafen, ich habe sein Schnarchen immer noch im Kopf, wie es Tobi jetzt hat. Und ja, haben uns dann dort gut kennengelernt. Mittlerweile ist er jetzt mein Mitbewohner in Dornbirn mit dem Q zusammen. Und er hat mich gefragt, ob ich an diesem Projekt teilnehmen will. Und da konnte ich nicht Nein sagen. Und bis jetzt habe ich sehr viel Spaß hier. Der Hansi hat uns ja schon beim Auswahlprozess der Kandidaten mit einbezogen, hat uns die ganzen Bewerbungsvideos zugeschickt. Die haben uns dann bei uns zusammen alle haben uns auf die Couch gesetzt und uns die ganzen Videos angeschaut. Und ich denke, wir haben eine sehr gute Auswahl an Kandidaten getroffen, die wir jetzt hier haben. Ich bin sehr, sehr positiv überrascht von jedem Einzelnen bis jetzt. Die sind alle super wissbegierig, ziehen bei den Workouts durch. Wir haben sehr viel Spaß und hoffen, dass wir jetzt vom großen Tag morgen natürlich auch noch Erfolg zusammen feiern können. Hallo. Rein.
Sehr gut. Vor allem bin ich gespannt, weil es ja doch sehr unterschiedliche Charaktere sind. Und es kann am Anfang extrem nerven, weil wenn du in so einen Flow reinkommst und denkst irgendwann, boah, ich habe jetzt keinen Bock, diesen Scheiß zu machen. Und so. Aber dann wirklich dabei zu bleiben und sich eben nicht im Kopf zu verlieren, das ist echt... Ja, Tobi macht nun mal sowas nie. Ich habe gerade gesagt, dem wird es die Zirbeldrüse zerreißen. Alles in einem 45 Minuten. Das ist sozusagen eine Atemmeditation. Das ist eine Herzöffner-Meditation. Also wir wollen uns so ein bisschen erden. Wir wollen das Herz ein bisschen aufmachen für sozusagen die Kakao-Zeremonie, was dann ja auch immer bei euch sozusagen im Herzen ankommen möchte. Ich zeige euch das jetzt auch gleich, also das ist sozusagen, da gibt es jetzt auch kein richtig oder falsch, das sind so ganz kleine Bewegungen da, und man atmet dann sozusagen mit der Bewegung. So, nach vorne und ganz wichtig, es wird den einen oder anderen, die eine oder andere geben, wo du dir irgendwann so denkst nach ein paar Minuten, ne, ich habe keinen Bock mehr, das jetzt gerade zu machen. Ich lade jeden dazu ein, wieder bei sich zu sein, tatsächlich nicht in den Kopf zu kommen, weil wenn du irgendwie so einen Widerstand spürst und irgendwie auf einmal sagst, nee, ich habe keinen Bock mehr, bist du sofort wieder im Kopf und wieder so ein bisschen besinnen und einfach sagen, nee, ich lasse es jetzt fließen. Emotionaler Mensch bin, einfach diese Dankbarkeit, irgendwie ein Gefühl gehabt, was ich noch nie gefühlt habe. Irgendwie Freiheit, Glück, Dankbarkeit und das, ich weiß nicht, ist irgendwie hochgekommen, weiß nicht. Eigentlich glaube ich, weiß nicht, ob das irgendwie Stärke oder Schwäche ist, aber ja, war irgendwie ein krasses Gefühl, was mich auch ein bisschen überrumpelt. Ja, hätte ich nicht gedacht, deswegen bin ich gerade ein bisschen durcheinander. Ich werde mich beeilen, vor euch steht einfach nur ein Kakao, vielleicht nicht irgendein Kakao, sondern kommt aus Peru, ist eine sehr, sehr hochwertige Kakaobohne. Kakao ist jetzt nicht nur eine Medicine Plant, sondern auch eine sogenannte Teacher Plant. Bedeutet, also wenn man daran glauben mag, dass in der Pflanze auch ganz, ganz viel uraltes Wissen noch steckt und Erfahrungen und Dinge. Und man nimmt das natürlich normalerweise in einer sehr, sehr hohen Dosis und sozusagen no worries, also das ist sozusagen jetzt far away von irgendeiner spirituellen, zeremoniellen Dosis, also das sozusagen, wir wollen ja heute alle noch Paddle spielen gehen, es soll aber einfach die Brücke nochmal so ein bisschen bilden zu dem, was jetzt eh schon hier im Raum ist, mit dieser Dankbarkeit und einfach dieser Energie. Und ich lade euch ein, dass jeder von euch gerne im Stillen, ich meine, läuft ja auch die Cam und nicht nur die Cam, sondern die Cam, also da ist jetzt no need, dass sich jeder mal einen kurzen Gedanken oder einen kurzen Moment Zeit nimmt und irgendeine Intention für sich definiert, irgendetwas, was ihm wichtig ist oder was er sozusagen gerne verändern möchte, was er loslassen möchte. Und das darf er dann ganz, er oder sie, ganz langsam im Uhrzeigersinn in den Kakao einführen. Und dann, wann immer ihr bereit seid, Ex und Hop, nein, Spaß. Genießt ihn, nimm den sehr bewusst wahr. Das ist wirklich ein Geschenk der Natur.
Ich sage dafür, für die Erfahrung. Der meiste war schon länger her. Genau, der ist so sehr schön. Ruhe vor dem Grindstone. Also ich weiß gar nicht, wer heute grindet. Ich glaube, das bist du heute am Grinden. 21 Uhr. Aber das hat es, glaube ich, auch so 13. wiederkehrend war, ne? Dann hat sich das so eingeprägt. Ja. Aber krass, wirklich beim ersten Mal, ich habe da nicht dran gedacht, also ich habe das nicht in Erinnerung, ich weiß, das ist wie gelöscht, ich weiß nicht mehr, was da war. Aber ich hatte am Anfang erstmal eine ganze Blockade, so ich kam erstmal, ich hatte viel zu viel Gedanken. Du hast mich halt voll rausgemacht, wo wir uns getroffen, also total aus dem Bus. Stimmt, einmal, ja, aber es war ganz am Ende. Ganz am Ende seid ihr einmal getroffen, ich bin gleich bei den Rhythmus reingegangen, was war das denn jetzt? Aber auch zum Beispiel am Anfang fing er an, da drauf zu sägen, das hat mich dann erst tangiert und irgendwann gehört das damit zur Zeremonie dazu. Das war voll, oh krass, voll emotional, ne? Ey, das hätte ich niemals erwartet, echt. Wahnsinn. Aber so ist das halt. Ich nehme echt auch wenig Zeit für mich, weil ich auch viel dann aufgrund meiner Selbstständigkeit mit Videos, Videodreh da, Kooperation hier und dann vergisst man, dann habe ich noch viel mit meinen Eltern zu tun und so. Und man vergisst sich irgendwann selber auch mal einfach so eine Stunde, auch wenn es nur eine Stunde ist, sich so hinzusetzen, tief ein- und auszuatmen. Die Energie mitzunehmen, schöne Musik anmachen, noch so ein Räucherstäbchen und dann. Ja, da hat es wieder Lieder. Wie sieht's denn heute bei dir aus? Besser. Besser einmal ins Geld gekommen, einmal kurz vorm Geld. Läuft heute nicht? Läuft heute nicht. Wir warten noch, vielleicht kommt noch was. Mal gucken. Vielleicht kommt noch ein Tilt. Ich weiß nicht, ob ich noch eins anfange oder nicht. Also bei mir waren so die Main Coaches: Overpad, Ape Styles, Jordan, Lucky Mitch. Und so ein Chinese, der was Cash Game gemacht hat, das war eigentlich ein Master. Oder der Chinese hieß. Bei dir? Neuer Tag, neues Glück. Leider bin ich im GG Masters 25 Dollar rausgeflogen, wo die zwei Coaches investiert haben. Habe ich leider ein bisschen reingesackt. Aber. aber dafür läuft es jetzt an dem einen oder anderen Tisch hier schon ein bisschen besser. Ja. Die Software hat sich auch ein bisschen weiter gebracht schon. GTO Wizard? GTO Wizard auf jeden Fall ist eine Plattform, wo man auf jeden Fall viele Learnings und Skills sich noch erarbeiten kann. Hier läuft gerade übrigens der Flush ein, das bedeutet, ich knall's ihm an den Kopf. Ja. GTO Wizard sagt danke. Er callt sein Two-Pair. Auf Wiedersehen, mein Freund. Alles dank GTO Wizard kommt der. Warum gewinnt der jetzt den Pott? Nein, halt die Büsche. War full? Ich bin auch gleich. Oh mein Gott. Wo hat der da full? Ach du Scheiße, hab ich gar nicht drauf geachtet. In dem Sinne, ich habe mich verabschiedet aus dem Daily Big 5 Dollar. GG kann ich dazu nur sagen, kein Tilt, alles menschlich, dass da das Full House reinkommt. Er hat es. Und wie sieht's aus bei dir? Ja, heute nur eine kleine Session nach dem großen Sportprogramm. Obwohl bei so vielen Spielern nur callen. Und ja, überall noch drin. Keine schlechten Stacks soweit. Das erwartet euch in der nächsten Ausgabe von All in die Pokervilla.